So, willkommen hier zurück bei Mega Man 7. Ja, sehr weit gekommen in der letzten Folge, es tut mir leid. Es geht gar nicht so schnell hier wie in den anderen Mega Man Teilen, weil die Level anscheinend auch ein bisschen größer sind. Wir gehen jetzt erstmal zu Kristallman oder was? Nee, Freeze Man. Oh Gott, Freeze Man? Und Dagi soll Schrott helfen? Ich weiß ja nicht. Okay, ich dachte jetzt, es wäre irgendein Kristallman oder so, aber Crystalman gab es ja schon in Mega Man 4. Rutschen wir hier wieder? Ja, wir rutschen. Okay, super. Okay. Ach du Scheiße, was? Okay, ein komischer Eisbär. Es ist, er sieht aus wie der Bär aus Peterchens Mondfahrt. Okay. Kennt ihr noch Peterchens Mondfahrt? Die Jüngeren unter euch werden ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen, also den Film. Ist aber immer noch sehenswert, muss ich sagen. Okay. Nicht so wild, wenn er nur die eine Attacke hat. Der könnte auch mich locker platt machen, wenn er auf mich drauf springen würde, oder? Ach, die Dinger gibt es auch in jedem Level, oder? In jedem Mega Man Teil. Okay. Aber immer wieder anders designt. Finde ich cool. So, ihr schmeißt doch bestimmt mit Stacheln, oder? Und lass mich raten, bestimmt macht ihr da unten noch das Ding kaputt. So, das mache ich sogar von selber. Okay. Okay, das mache ich also. Nicht die. Okay, die machen wahrscheinlich nur an der Stelle, dass ich da halt nicht rüberkomme. Okay, warte mal. Ich fliege hier mal rüber, ne? Okay. Weil sicher ist sicher. Einfach aus Gründen. Ach so, die machen... Ah, das ist ja auch eine nice Idee. Guck mal, der Dinosaurier im Hintergrund, das ist ja geil. So, ich bin versucht natürlich jetzt oben lang zu gehen, weil das sieht sehr verführerisch aus. Das ist nur eine Plattform, die kaputt geht, müssen wir uns beeilen. So, wen haben wir hier? Das Haar. Okay, Vorsicht. Okay, damit haben wir jetzt schon R und H. Fehlen noch U und S, dann haben wir wahrscheinlich Rush. Die Frage ist, wo sind die anderen Buchstaben? Und finden wir die alle hier oder die anderen später noch? Das ist eben die Frage. Ist das ein komischer Screen? Ja, springen kann er auch. Hilft mir aber nichts. So, ich werde mal den Coil aufladen, aus Gründen. So, hier rutsche ich nicht, ne? Nur auf den Eisflächen, wie hier zum Beispiel. Oh Gott. Ich will oben lang, habe ich gerade beschlossen. Toll. So. Mann, das mit dem Rutschen ist echt scheiße. So. Wenn man da immer noch mitdrückt, damit man es auch ja schafft. Oh Gott. Oh Gott, da oben ist was. Ich muss da hin. Wie komme ich da hin? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, toll. Okay, so schon mal nicht. Ich muss komplett oben rüber. Oh Gott, ja, ich werde gleich sterben wahrscheinlich. Wenn mich diese Plattform hier fertig macht. Ja, egal. Okay, wir müssen komplett oben rüber, sonst wird das nichts. Wir haben zum Glück die Mitte des Levels schon erreicht. So, da oben gibt es nämlich wieder ein Item und das hätte ich gerne. So, das heißt, wir fliegen einfach komplett oben lang und dann müsste das passen. So, komm mal her, lieber Jet. Okay. Ja, die Energie müsste locker reichen. Schaut mal, der geht viel langsamer runter als sonst. Yay, sehr schön. So, was gibt's denn hier? Was ist das? Was habe ich jetzt? Oh, den Search Rush. So, jetzt können wir auch Verborgenes entdecken, sozusagen. Das finde ich super. So. Naja, okay. Schön, dass den Rush das irgendwie auch beschädigt. Also, wenn Rush getroffen wird, beamt er sich einfach wieder weg, der feige Hund. Haha. Ach, du schon wieder. Ah. Okay, müssen wir also auch ausweichen. Und das macht er auch noch. Na toll. Oh, Gottes Willen. So. Okay, Vorsicht.
Okay. Very nice. Und ein E-Tankchen für mich. Vielen Dank. So, das ist wieder so ein Scheißsprung. Ich muss mal gerade... Das sind manchmal Stellen hier, die sind unfassbar, wie das hier zum Beispiel. Warum greift er denn nicht danach? Ihr seht doch, dass ich genau drunter springe, aber er greift so jetzt nach der Leiter. Eieieiei. Wie gesagt, die Steuerung ist nicht so viel schwerer, aber was zur Hölle ist das denn? Die jamaikanische Bombenmannschaft oder was? Das ist aber sehr rassistisch. So. Alles klar. Okay, wie viel Leben haben wir denn noch? Wir haben noch fantastische... ein Leben. Okay, ja, ich speichere mal gerade. Und werde mal das Junk Shield verwenden gegen einen Eisgegner. Ich habe keine Ahnung, warum das helfen sollte. Absolut nicht. Aber es kann ja nur noch die richtige Waffe sein. Es ist tatsächlich die Waffe. Ja, ist es denn fassbar? Es ist tatsächlich die Waffe gegen ihn. Unglaublich. Der wäre lieber mal nicht auf mich draufgesprungen. Warum hilft Müll gegen Eis? Das ist voller Quatsch. Das ist totaler Schwachsinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber gut. Manchmal sind die Special-Waffen nicht immer so mit Sinn versehen, leider. Weil meistens gibt es in Mega Man immer Sinn, ne? So Feuer gegen Eis oder umgekehrt. Der Freeze-Cracker feuert Eis, ja, Projektile ab. Ist das nicht so? Ja, und die Projektile werden sich aufsplitten, wenn sie auf einen Untergrund treffen. Das ist ja geil. You get Freeze-Cracker. Okay, damit kriegen wir jetzt dann Burstman klein, oder wie? Oder, ja, wahrscheinlich, ne? Muss ja. Also mit Eis gegen Bubbles. Frieren wir dann seine Bubbles ein? Oder wie? Oder... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was sie sich dabei denken. Aber gut. So, Level kennen wir ja schon einigermaßen. Sollte also jetzt hoffentlich kein Problem sein. Diesmal hole ich mir aber den E-Tank. Definitiv hole ich mir den. So. So, ist die Frage, ob ich mir das Leben jetzt... Ach komm, weißt du was? Machen wir es doch so. So. Und Abstand, vielen Dank. So, den Search Rush. Ich weiß leider nicht, wo die Stellen wären, wo man ihn einsetzen muss, leider. Gegebenenfalls muss ich das mal nachschauen. Weil ich weiß zum Beispiel, dass diese Riesenschraube, die wir ja brauchen für Auto... Achso. Dass die an einer ganz bestimmten Stelle, glaube ich, sogar versteckt ist. Weiß nur gerade nicht, wo. Das heißt, das müssten wir dann... Ich guck mal, ob ich es rausfinde, wenn... Es sind meistens immer so prekäre Stellen wie hier so eine Plattform oder sowas. Da ist das meistens zu finden. So, ich mach das hier nochmal gerade, ne? Weil ich das nicht nochmal machen wollen hier. So, Mr. Krabs. Was? Die kleinen machen mir auch was? Ja, natürlich. Und ich muss viel höher springen, offensichtlich. So, und Schausen. Oh, die hätte ich gerne. Vielen Dank. Bevor wir hier das Schweben anfangen. So, wie gesagt, die lassen wir jetzt in Ruhe. Die sind mir völlig egal. So, muss ich irgendwas? Nein, muss ich nicht. Hm, das muss voll das saubere Wasser sein, weil das so schön am Blubbern ist und schäumt. Muss ja mega gut sauber sein. Vielleicht hat Burstman hier heimlich reingeschissen oder so. Mann, komm schon. Ich will ihn jetzt besiegen. Ich hoffe, ich habe die richtige Waffe dabei. Komm schon, Motivationsblöcke, macht hinne.
Ja, die sind so motivierend, dass ich direkt vorbeispringe. Toll. Sag mal, spielst du mal nach oben? Wieso ist der jetzt gerutscht? So, nochmal speichern. Speichern der Freude. Schaffe ich nicht mehr, ne? Oh, doch. Doch, schaffe ich. Schaffe ich. Yeah, guck mal. Voll der Pro-Gamer. Naja. Lieber nicht. Ich bin alles, aber kein Pro-Gamer. So. So, da wir das ja schon eingesammelt haben, muss ich jetzt hier auch eigentlich direkt durchkommen. So, bin gespannt, ob wir Burstman jetzt direkt schaffen. Ja, ja. Egal, ich kann mich da aufladen. Alles gut. Oh Mann, dieser mutige Engis. Wahnsinn. Ich fällt gerade ein, ich habe hier noch keinen Speedrun von gesehen bisher, ne? Also, wurde bei HDQ immer ausgelassen bisher. Weiß nicht warum. Vielleicht gab es ja Gründe dafür. So, wir haben geile Waffen dabei. Ich hoffe, da ist eine wenigstens, die hilft. Ich hoffe. Gut, die haben wir die anderen schon ausprobiert haben. Bleibt ja noch der Freeze. So, sieht aus wie der Gimini-Laser. Da hatte Mega Man auch so eine ähnliche Farbe. So, Burstman. Zeit für deine Bubbles kaputt zu machen. Es ist die Waffe. Ich fass es nicht. Ist ja unglaublich. Oh Gott. Man sollte ihn damit vielleicht auch mal treffen, oder? Wäre das geil? Ja, toll. Das ist wunderbar. Das ist ganz fantastisch. Das ist ja absolut spitze. So, hier, das war die, ne? Man kann nämlich oben den Kopftasten auch wechseln. Meine Fresse. Das ist zwar die Waffe, aber man sollte damit auch wirklich treffen. Was tue ich mir denn mit dem so schwer, sag mal? So, die Dinger sollten wir einfach nicht reinspringen. So. Was ja eigentlich auch ganz gut klappt, wenn man sich ein bisschen anstrengt und nicht da oben gegen springt. Das ist schön. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich mir mit dem so schwer tue. Ich habe echt keine Ahnung. Das kann doch nicht sein, ey. Der ist gar nicht so wild, aber der ist unbequem einfach. Uff. So. Warum muss er davon eigentlich immer drei machen? Gut, dass ihn das zurückschleudert. Möchte ich ja mal behaupten. Hey, was? Ja, ja. Aber mit Sicherheit. Natürlich. Ich hatte ihn fast. Boah, der ist so scheiße, ist der. Wieso? Was soll denn das? Sag mal. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich muss immer warten, bis er dann wieder aufhört zu blinken. Sonst kann ich ihn nicht verletzen. Erst dann kann ich den nächsten Schuss abgeben. So, zack. Noch kurz warten. Jetzt dürfen wir wieder. So, zack. So, Vorsicht, aufpassen. Und da müssen wir auch aufpassen. Naja. Haha! Damit hast du nicht gerechnet. Na ja, toll. Bumm. So. Mist. Bumm. So, Burstman. Das war's gleich für dich. Ich halte mich langsam dein Bewegungsmuster raus. So, jetzt. Ich hab dich. Na toll. Bumm. So. Ist nämlich gar nicht so schwer, über diese Bubbles rüber zu springen. Ich dachte, das wäre viel, viel schwerer. Ist es aber nicht. Alles gut. So, jetzt haben wir die ersten vier durch. Meine Güte. Ich glaube, ich habe drei Folgen dafür gebraucht, um die ersten vier zu besiegen. Leck mich am Arsch. Oh Mann. Der gefährliche Rap feiert eine Bombe, die sich in eine Bubble verwandelt, richtig?
Ja, aber er kann außerdem benutzt werden, um ja, andere Sachen mit Bomben kaputt zu machen oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau. So, you get Danger Rap. Okay, also kein Burrito Rap, sondern ein Danger Rap. Alles klar, also gefährliche Rolle. Oder so. Willkommen zu Hause, Mega Man. Dr. Light. Was denken Sie über Bass? Außer, dass er ziemlich viel Wumms macht. Seine Aktionen scheinen nicht irgendeinem Ziel zu folgen. Ich glaube nicht, dass er unser Feind ist. Okay, Shred heißt, glaube ich, nicht Ziel, aber ist egal. Was ist das? Wily attackiert das Robotermuseum. Du musst ihn aufhalten, Mega Man. Los, schnell! Okay, das Robotermuseum. Wie geil ist das denn bitte? Ach, guck mal an. Snake Man, Blizzard Man, Pharao Man, Heat Man. Ey, wie geil ist das denn? Das ist ja geil. Ey, ich wünschte, wir könnten nochmal gegen Snake Man kämpfen. Und hier ist einer raus. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Irgendwer ist hier nicht mehr drin. Okay. Das ist irgendwie geil. Oder auch nicht. Oh Gott, Gutsman. Und da hinten sind Skull und Ringman. Geil. Haha, cool. Mega einfach. Okay, er nimmt Gutsman mit. Ich weiß nicht genau warum, aber er wird wahrscheinlich seine Gründe haben. Und was machen wir jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Hallo, hallo. Moment mal. Ich muss auf den Kopf schießen. Alles klar. Oh Gott. Okay, einfach nur den Kopf runterschießen und aufpassen, dass er uns nicht trifft. Leichter gesagt als getan. Weil der Kopf die einzige Stelle ist, die verletzbar ist. Ja, toll. Oh Gott, ich glaube, ich muss einen E-Tank benutzen gleich. Ah, wenn der Kopf rumfliegt, dann kann ich ihn nicht treffen. Das ist schön. Ein mega fieser Clown einfach nur. Ah, doch, kann ich. Ich kann den Kopf doch verletzen. So, ich muss leider den E-Tank nehmen. Es hilft nichts. Da oben habe ich die. So, können wir den vielleicht mit dem Bolt ein bisschen mehr Schaden machen? Ja, hat das jetzt mehr Schaden gemacht? Ich habe keine Ahnung. Muss man oben auf die Energieanzeige achten? Nee, nicht wirklich. Mit der Rap vielleicht. Oh, das ist, glaube ich, die beste Waffe dafür. Oh, das ist sogar die Waffe. Geil. Ich habe die Waffe gegen ihn. Ja! Geil! Sehr schön. Direkt die Bubble-Waffe gegen Clown. Ja, Seifenblasen töten Clowns. Wisst ihr Bescheid. Alles klar. So, war ein kurzer Einsatz. Ich bin wieder da. Mega Man, das ist ein Desaster. Wily und seine Roboter haben die Mitte, die Stadtmitte angegriffen. Los geht's! Okay, dann nichts wie los. So, und wir haben bibim, 4 neue Gegner. Yay! Okay, ich würde aber sagen, da mache ich in der nächsten Folge weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man 7. Bis dann!